Kommen zur ersten Vorlesung zu evolutionären Algorithmen in diesem Jahr. Wir hatten uns jetzt ziemlich lange angeschaut, wie wir Variationsoperatoren für evolutionäre Algorithmen auf verschiedenen Datenstrukturen implementieren oder erstmal überhaupt definieren. Und heute wollen wir damit weitermachen, uns im Prinzip den Rest anzuschauen, was für Einstellungen können wir noch für evolutionäre Algorithmen treffen, welche, also Selektionsoperatoren, was für Möglichkeiten haben wir da und wie gehen wir mit Initialisierung, Termination und so weiter um. Genau, bevor ich da einsteige, wollte ich eine organisatorische Frage klären. Und zwar pendel ich mit der Bahn und für Mittwoch sind ja Streiks angekündigt. Also wird es für mich wahrscheinlich Mittwoch schwer bis unmöglich, hier nach Kassel zu kommen. Würde es jemanden von euch stören, das Tutorium eine Woche nach hinten zu verschieben? Dass wir dann also nächste und übernächste Woche die Tutorien machen würden. Und dann könnten wir jetzt aber mit Fragen zu dem aktuellen Blatt einsteigen, dass ihr da noch welche stellen könnt statt Mittwoch. Gut, prima. Dann fällt Mittwoch, also schieben wir Mittwoch dann das Tutorium eine Woche nach hinten. Danke euch, das kommt mir dann sehr gelegen. Und dann öffne ich einmal das aktuelle Übungsblatt. Genau, das soll ja bis Ende der Woche bearbeitet werden. Und es geht im Wesentlichen ja dann jetzt nur einmal darum, evolutionäre Algorithmen auf der auf Graphen zu implementieren. Also da hatten wir uns ja angeschaut, dass wir da dann problemspezifische Operatoren entwerfen häufig und da jetzt für ein konkretes Problem, hier Symbolic Regression, einen evolutionären Algorithmus auf Graphen zu implementieren. Gibt es da von eurer Seite irgendwelche Fragen? Ja. Ich wollte mal nachfragen mit den Konstanten. Also es soll ja Knoten geben, die eine Konstante abbilden, die einen Wert hat. Genau. Dieser Wert soll ein Float sein. Kann der unendlich groß werden? Also so groß, wie ein Float halt werden kann? Ja. Also mit den Eingrenzen. Ach, ich hatte mir das als Vereinfachung vorgestellt, dass man nicht für jeden Float einen möglichen Knoten hat. Also, dass man nicht für jeden Float ein Label bekommt, so wie add, sub, mul und so weiter, sondern halt einfach noch ein Label, das kennzeichnet, dieser Knoten ist eine Zahl und dann speichere ich halt zusätzlich irgendein Attribut in den Knoten. Und ja, ich meine, für den Fall wahrscheinlich wird es erfolgreicher, wenn ihr das ein bisschen einschränkt, weil wir ja, also weil die Reichweite extrem groß ist und wir ja, gut, im Allgemeinen weiß man das nicht, aber hier wissen wir, wir brauchen natürliche Zahlen aus einem sehr kleinen Bereich. Also ja, könntet ihr auch sagen, dass ihr dann irgendwie auf den Bereich minus 10 bis plus 10 einschränkt oder sowas. Aber müsstet ihr auch nicht. Also wäre für mich in Ordnung, wenn ihr es macht. Wahrscheinlich wird der Algorithmus ein bisschen erfolgreicher durch in dem Fall. Aber genau, ihr dürftet auch einfach Float benutzen. Was halt wichtig ist, ist, dass man
die Werte auch ändern kann. Also das ist was, was auch in der Vorlesung beziehungsweise in dem Paper, worauf die Vorlesung basierte, kam das ja nicht vor. Also das ist durch das, was wir in der Vorlesung besprochen haben, die Mutationsoperatoren, ist das nicht abgedeckt. Also ihr müsstet auch irgendwas implementieren, wenn wir jetzt so einen Knoten für Konstanten haben, dass sich der Wert da ändern kann. Also irgendwas wie Random Resetting. Und genau, ich glaube, vom Implementierungsaufwand sollte das keinen Unterschied machen, ob ihr da dann irgendwie ein Intervall habt oder nicht. Dann setzt es halt zufällig in einem Intervall neu oder zufällig als neuen Float. Ja, also. Wie ihr wollt. Wählt das Intervall nicht so klein, dass im Prinzip nichts mehr zu suchen ist, sobald eine Zahl gewählt wurde. Ne? Also einen gewissen Spielraum soll es schon noch geben, aber wenn ihr wollt, könnt ihr da sowas wie minus 10 bis plus 10 nehmen. Ja, andere Fragen zum Blatt? Gut, dann würde ich mit der Vorlesung einsteigen. Und wie gesagt, heute geht es dann darum, dass wir uns die anderen Operationen, die während evolutionärer Algorithmen eine Rolle spielen, noch genauer anschauen. Einfach nochmal ganz kurz hier unsere Überblickszeichnung, wie ist ein evolutionärer Algorithmus aufgebaut. Wir haben unsere Problemspezifikation, müssen irgendwie eine Population initialisieren und dann wiederholt es sich in der Schleife, dass wir halt Eltern wählen, die rekombinieren über Crossover, die berechneten Nachkommen gegebenenfalls mutieren und dann überlegen, welche Lösungen überleben denn und dann ein Terminationskriterium überprüfen, stoppen wir die Berechnung oder nicht. Also wir haben verschiedene Sachen, die wir brauchen. Wir müssen irgendwie Lösungen kodieren und deren Qualität messen. Das haben wir uns jetzt extrem intensiv angeschaut, wie wir Lösungen kodieren können. Wir müssen eine Population initialisieren. Dann brauchen wir Variationsoperatoren, also typischerweise Crossover und Mutation, um Lösungen zu ändern. Das haben wir uns auch extrem intensiv angeschaut. Und dann müssen wir selektieren und entscheiden, wann terminieren wir. Und gerade beim Selektieren haben wir eigentlich noch nichts Interessantes gemacht. Was der Simple Genetic Algorithm macht, den wir uns angeschaut haben, ist ja, ersetze einfach die komplette Elterngeneration mit der neuen Population, die wir gerade als Nachkommen ausgerechnet haben. Und da gibt es auch einiges anderes, was man tun kann. Und auch, wie wählen wir überhaupt aus der Population, die wir haben, die Eltern aus, von denen wir Nachkommen berechnen. Auch da kann man noch andere Dinge machen als die Fitness Proportionate Selection, die wir uns angeschaut haben. Genau, und da, also dieses Initialisieren von Populationen, Selektionsoperatoren und Kriterien für Terminierung, das wollen wir uns heute anschauen. Und womit ich kurz starte, ist die Initialisierung. Und solche Kurven habt ihr inzwischen jetzt auch in euren eigenen Experimenten ja öfter gesehen. Also typischerweise sieht der Ablauf eines evolutionären Algorithmus so aus, wie ihr es hier gerade seht. Und zwar, wenn ich über die Zeit die Fitness der besten gefundenen Lösung oder über die Zeit die durchschnittliche Fitness der aktuellen Populationen plotte, kriege ich meistens so eine Kurve, wo die absolute Fitness der besten Lösung oder die durchschnittliche Fitness der Population am Anfang sich rapide verbessert und dann immer langsamer
ein bisschen besser wird. Also das ist ja wahrscheinlich auch das, was ihr in euren Experimenten in den meisten Fällen beobachtet habt. Also das ist super typisch. Und was bedeutet das für Initialisierung? Für Initialisierung bedeutet das, wenn wir uns jetzt wahnsinnig viel Gedanken machen, wie starte ich mit einer anderen Population als einer zufällig generierten, wird es meistens darauf hinauslaufen, dass ich dann hier vielleicht irgendwo in der Kurve starte, statt hier. Aber hier hinzukommen, kostet den evolutionären Algorithmus ja gar nicht wahnsinnig viel Zeit. Und den großen Zeitaufwand für die kleinen Verbesserungen, den muss ich immer noch mitnehmen. Also typischerweise der Standard für evolutionäre Algorithmen ist, die initiale Population wird zufällig generiert, weil sich der Zeitaufwand, den ich da reinstecke, mit einer etwas sinnvolleren Population zu starten, dann meistens nicht rentiert, weil eben die Fitnessverbesserung, die ich am Anfang eines evolutionären Algorithmus erziele, sehr hoch ist. Gibt natürlich immer Ausnahmen, Fälle, wo es besonders wichtig ist, die Population gleichmäßig im Suchraum zu verteilen, weil ich weiß, die Funktion hat sehr, sehr viele verschiedene Optima und ich will in der Nähe von allen Optima am besten irgendwie Elemente, Lösungskandidaten haben am Anfang oder dass ich weiß, dass in bestimmten Regionen des Suchraums keine gute Lösung sein kann und deswegen schon bei der Initialisierung irgendwie darauf achte, keine Elemente aus dieser Region zu initialisieren. Also klar kann man solche Sachen machen und wenn sich solche Sachen einfach umsetzen lassen und nicht allzu viel Zeit kosten, dann wird das auch gemacht, wird das auch mit Erfolg gemacht. Aber wie gesagt, der Standard ist im Großen und Ganzen, starte einfach mit einer zufällig generierten Population. Was eine bewährte Abweichung davon ist, ist ein Szenario, wo sich die Fitnessfunktion leicht ändert. Wo sich zum Beispiel, wenn ich irgendein Bauteil evolutionär optimieren will und es ändern sich die Anforderungen ein bisschen. Ich habe das Material gewechselt oder so etwas und die Fitnessfunktion ist jetzt ähnlich, aber ein kleines bisschen anders. Dann mit Lösungen zu starten, die man aus vorherigen Läufen des evolutionären Algorithmus gewonnen hat. Weil das ist billig, also diese Lösungen habe ich schon, diese Mengen habe ich schon. Und die Hoffnung ist natürlich, wenn sich die Fitnessfunktion nur leicht ändert, sind die guten Lösungen für die alte Fitnessfunktion auch immer noch Lösungen hoher Qualität und in der Nähe von Optima für die neue Fitnessfunktion. Und das ist natürlich was, was man gerne mitnimmt, dann nach solchen moderaten Änderungen der Fitnessfunktion einfach mit den Lösungen, die man schon für den vorherigen Stand hat, wieder neu zu starten. Genau, aber eben typischerweise evolutionäre Algorithmen arbeiten meistens mit zufällig generierten Startpopulationen. Wann stoppen wir die Berechnung? Terminationsbedingungen. Hier gibt es ziemlich viele verschiedene Vorschläge. Das Einfachste ist, dass ich mir eine feste Grenze an Ressourcen vorgebe. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Anzahl der Iterationen. Was sich natürlich auch anbietet, ist vorher eine Grenze für die maximale Laufzeit festzulegen. Was auch häufig gemacht wird, ist nicht unbedingt die Iterationen zu zählen, sondern die Anzahl der Fitnessauswertungen. Das hat den Hintergrund, dass Entschuldigt bitte. Also je nach Fitnessfunktion
und Codierung oder beziehungsweise Kosten der Dekodierung kann das Auswerten der Fitness die teuerste Operation während so eines evolutionären Algorithmus sein. Gerade wenn wir auf Bitsprings arbeiten, ist ja jetzt Crossover und Mutation nicht teuer, das geht schnell. Fitnessauswertung ist oft die teuerste Operation. Und dann ist das auch ein gutes Maß, das man verwenden kann, um zu sagen, also diese teuerste Operation, die will ich nur so und so oft ausführen. Und dann unter Umständen auch in Verbindung mit die Fitness von irgendwelchen Lösungen zu speichern. Das haben wir auch schon gesehen, dass Lösungen über die Generationen hinweg in der Population bleiben können, dass man das sich dann vielleicht auch, wenn die Fitnessauswertung teuer ist, einfach für die einzelnen Elemente speichert, wie fit die sind, damit man diese Fitnessauswertung für ein Element, das in der Population bleibt, nicht wiederholen muss. Und dann ist zwischen der Anzahl der Fitnessauswertungen und der Anzahl der Iterationen gibt es dann auch also die entsprechen dann einander nicht mehr absolut, sondern nur noch ungefähr. Also das macht durchaus Sinn als eigenes Maß. Ne? Also feste Grenze, eine Art, solche Terminationsbedingungen anzugehen. Eine andere sinnvolle Terminationsbedingung, das hatten wir auch schon implizit gesehen, direkt am zweiten Übungsblatt, glaube ich, ist, wenn ich eine Lösung für ein Problem suche, wo ich optimale Lösungen erkenne, dann kann ich, wenn ich eine optimale Lösung gefunden habe, auch aufhören. Oder Lösung von ausreichender Qualität, jetzt beim Traveling Salesman Problem, wenn ich weiß, die beste Tour, die ich kenne, hat Kosten von 150. Wenn ich eine Tour von Kosten 100 finden würde, dann wäre ich schon mal sehr zufrieden, weil dann habe ich jede Menge Sprit gespart. Sobald ich eine Tour von Kosten kleiner gleich 100 finde, höre ich auf. Also sowas ist auch eine typische Terminationsbedingung, die verwendet wird. Und etwas kompliziertere und interessantere Terminationsbedingungen sind dann sogenannte Konvergenzbedingungen. Die gibt es dann im Prinzip auf zwei verschiedene Arten. Die eine hängt von der Fitness ab, dass ich sage, die Qualität der Population hat sich jetzt über eine bestimmte Anzahl von Iterationen hinweg nicht mehr verbessert. Also ich bin jetzt 100 die letzten 100 Iterationen hat sich die durchschnittliche Fitness kaum mehr verbessert, also höre ich auf. Oder innerhalb der Population auf Genotypebene finden eigentlich keine Änderungen mehr statt. Und da können wir uns jetzt mal ein Beispiel noch genauer anschauen. Also Termination basierend auf Konvergenz der Allele. Die Idee ist hier, also das, was wir uns gerade angeschaut hatten, Suche wird gestoppt, wenn die Lösungen sich auf Genotypebene nicht mehr weiter ändern. Und dieses basierend auf Konvergenz der Allele, das können wir für Bitstrings oder String-Codierung über einem kleinen Alphabet uns anschauen. Wir brauchen dafür zwei Parameter. Ein Parameter k, der muss kleiner gleich der Länge der Strings der Population sein. Der bestimmt, an wie vielen Positionen soll Gleichheit herrschen? Also dieses K wird dann meistens recht nah an der Länge der Codierung liegen. Und Theta zwischen 0 und 1, das ist dann unser Parameter, wo wir sagen, wenn der überschritten wird, dann hören wir auf zu rechnen, dann sehen wir das die Berechnung als konvergiert an. Also die Suche stoppt, wenn auf mindestens k Positionen der Anteil derjenigen Lösungen, die an der Position das
gleiche Allel haben, Täter überschreitet. Also, wenn wir jetzt Bitstrings der Länge 4 hätten und sagen würden, wir stoppen, wenn an 75% sagen wir mal 90, wir haben eine Population der Größe 10 und Population der Größe 10, Bitstrings der Länge 4, unser K wäre gleich 3, also an 3 Positionen wollen wir Gleichheit haben und Theta 90%. Dann bräuchten wir also in 9 von den 10 Elementen in unserer Population, dass sie an 3 der 4 Positionen den gleichen Wert haben, 1 oder 0. Also wenn dann 9 der Elemente mit 1, 0, 1 anfangen würden, aber die Positionen müssten jetzt auch nicht an einem Stück liegen, aber wenn jetzt 9 der Elemente mit 1, 0, 1 anfangen würden, dann würden wir das als die Berechnung als terminiert ansehen. Wenn man rein theoretisch ist das auch auf String-Codierung über einem großen Alphabet einsetzbar, aber da wird es dann immer unwahrscheinlicher, dass man das, wenn man dann das K und das Theta zu groß wählt, wird es halt immer unwahrscheinlicher, dass man die Konvergenzbedingung überhaupt erreicht. Genau, und man kann das auch für Vektoren reeller Zahlen anpassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Floats exakt übereinstimmen, ist natürlich recht gering. Deswegen brauche ich dann noch einen zusätzlichen Parameter Epsilon und prüfe dann nicht auf Gleichheit von Float, sondern prüfe auf, ist die Distanz der beiden Floats kleiner gleich Epsilon. Einfach um weiterhin Konvergenz erreichen zu können. Aber die Idee ist dann die gleiche, wenn sich an genug Positionen die Floats, die da in den Einträgen stehen, in ihrer Distanz kaum unterscheiden, dann sehe ich die Berechnung als konvergiert an. Also ein Beispiel für so eine Terminationsbedingung, wo ich konvergiere, wo ich die Berechnung aufhöre, wenn in einem gewissen Sinne die Population konvergiert ist, also fast alle Genotypen sehr, sehr ähnlich zueinander sind und es also keinen Sinn mehr macht, weiterzurechnen. Die zweite Idee, noch ein bisschen konkreter, Termination basierend auf Konvergenz der Fitness. Hier ist also die Idee, wenn sich die Qualität der Lösung nicht weiter verbessert, dann höre ich auf zu suchen. Also jetzt bin ich nicht auf Genotyp, sondern implizit auf Phänotyp-Ebene. Und solange die Fitness absolut messbar ist, kann ich diese Methode unabhängig von der gewählten Codierung einsetzen. Also das geht dann auch für Graphen, Bäume. Hier brauche ich zwei Parameter. Groß T und Theta, größer 0. Und der Parameter Groß T bestimmt, wie viele Iterationen ich betrachten will. Und dann mache ich sowas wie, wenn die durchschnittliche Fitness der Population sich über Groß T Iterationen hinweg um weniger als Theta-Prozent verbessert hat. Was man hier dann oft wählt, ist so Größenordnung 100 Iterationen. Und wenn sich 100 Iterationen die Fitness dann nur noch um durchschnittliche Fitness nur noch um 1%, 3% oder sowas verbessert hat, also da eine recht niedrige Zahl, dann höre ich auf.
Gut, also Fragen jetzt zu Initialisierung oder Termination? Aber habt gesehen, es gibt da auch noch andere Ansätze, als einfach nach 1000 Iterationen zu stoppen. Genau, und den Rest der Stunde heute geht es dann um Selektion. Was haben wir bisher gemacht in einem Simple Genetic Algorithm? Wir haben in jeder Iteration eine Population der Größe μ. Und wir sind hergegangen, wir haben immer μ-Individuen zur Fortpflanzung ausgewählt. Das nennt sich die Parent Selection. Und hier haben wir Fitness Proportionate Selection eingesetzt. Also Elemente konnten mehrfach ausgewählt werden und wurden proportional zu ihrer Fitness ausgewählt. Aus dieser Auswahl von μ-Elementen habe ich dann auch μ-Nachkommen berechnet per Crossover und Mutation, also zufällig Paare gebildet und dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten Crossover auf die Paare angewendet oder auch nicht. Und dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten bitweise mutiert oder nicht. Und dann sind wir hergegangen und die Ausgangspopulation P wurde vollständig durch die neu berechneten Nachkommen ersetzt. Und da stellen sich dann natürlich jede Menge Fragen, ob das so sein muss oder ob man das auch nicht auch völlig anders machen kann. Also wollen wir immer genauso viele Nachkommen berechnen, wie die Population groß ist. Kann das nicht auch eine ganz andere Zahl sein? Können das nicht auch weniger oder mehr sein? Wollen wir die Ausgangspopulation immer vollständig ersetzen? Da sind doch vielleicht gute Lösungen drin, die wir auf jeden Fall behalten wollen. Und wir wollen vor allen Dingen die schlechten loswerden oder sowas. Also muss das immer so sein, dass ich in jeder Runde die kompletten alten Lösungen wegschmeiße. Und gibt es Alternativen zu Roulette Wheel Selection bzw. Fitness Proportionate Selection? Kann ich das nicht auch ganz anders machen? Und genau, wie wir dann uns jetzt anschauen werden, wir können auch jede Menge andere Dinge da machen. Fangen wir mal mit der Fitness Proportionate Selection an. Wir haben beide Namen benutzt, Fitness Proportionate Selection und Roulette Wheel Selection. Also die Idee, wir berechnen die Selektionswahrscheinlichkeit für ein Element, indem wir schauen, welchen Anteil an der Gesamtfitness der Population hat es. Und ja, genau, wird Fitness Proportionate Selection oder Roulette Wheel Selection genannt. Und der erste Nachteil, dem wir schon begegnet sind, ist, dass es überhaupt nur anwendbar, wenn die Fitnessfunktion gegeben ist. Also wenn ich wirklich eine konkrete Fitness auswerten kann, ist auch oft der Fall, aber nicht immer. Und die Funktion muss maximiert werden und darf nur positive Werte annehmen. Sonst ist die Formel ja nicht sinnvoll definiert. Wir haben auch schon so ein bisschen gesehen in den Übungen und auch in der Vorlesung, wie können wir damit umgehen, solange die Fitnessfunktion gegeben ist, kann ich dafür sorgen, dass sie immer maximiert werden soll und nur positive Werte annimmt. Also das können wir umgehen, aber genau, ist schon mal ein kleiner Nachteil. Was euch dann vielleicht in den Übungen auch aufgefallen ist, ist, die Selektionswahrscheinlichkeit in Fitness Proportionate Selection ist durch Translation der Fitnessfunktion beeinflussbar. Also, wenn ich jetzt den Fall habe, dass die Fitnessfunktion, die ich betrachte, natürlicherweise negative Werte annehmen kann und dann grob abschätze, der höchste negative Wert, der angenommen werden kann, ist minus 100. Also verschiebe ich meine Fitnessfunktion, indem ich einfach auf jede Fitness 100 drauf addiere. Jetzt kann ich Fitness Proportionate Selection anwenden. Alle Werte sind positiv.
Was ich dadurch aber mache, ist die Selektionswahrscheinlichkeit von allen Elementen zu verändern. Also ob ich die 100 drauf addiert habe oder nicht, macht einen Einfluss darauf, wie hoch die Selektionswahrscheinlichkeit ist. Obwohl die Landschaft, in der ich optimiere, ja genau die gleiche ist. Also ich habe durch das Verschieben der Funktion habe ich keine neuen Optima geschaffen, habe die Struktur der Fitnessfunktion nicht geändert. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist sie halt nach oben zu schieben. Und plötzlich haben sich alle Selektionswahrscheinlichkeiten geändert. Weiterer Nachteil, wenn wenige Elemente eine vergleichsweise hohe Fitness haben, dann übernehmen die extrem schnell die ganze Population. Die werden übermäßig häufig ausgewählt und wir haben ja gesehen, das gleiche Element kann sehr häufig ausgewählt, kann mehrfach ausgewählt werden. Hatten wir auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in dem Beispiel ganz am Anfang der Vorlesung, wo wir den SGA einmal durchgegangen sind und dann auch zu jedem Schritt ein Beispiel angeguckt hatten, hatten wir nach der Wahl den Fall, wir hatten vorher 5 Elemente und dann haben wir die Eltern, die sich fortpflanzen sollen, ausgewählt und hatten dann 3-mal das gleiche Element da drin. Und das passiert, wenn einige Elemente im Vergleich sehr hohe Fitness haben, passiert das automatisch bei dieser Wahl der Selektion mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann wird der evolutionäre Algorithmus mir sehr schnell nur noch den Suchraum in der Nähe von diesem einen sehr guten Element oder von den wenigen sehr guten Elementen, die ich am Anfang zufällig hatte, durchsuchen. Das nennt man dann auch Premature Convergence, vorzeitige Konvergenz, also dass ich zu schnell nur noch bei die Umgebung weniger ausgewählter Lösungen durchsuche. Und dafür ist diese Art der Selektion sehr anfällig. Und umgekehrt, wenn ich keine großen Unterschiede in der Fitness habe, sondern die Fitness sich nur um sehr kleine Werte unterscheidet, dann ist Fitness Proportionate Selection im Prinzip zufällig gleich verteilte Wahl zwischen diesen Elementen und bevorzugt die leicht fitteren Elemente kaum mehr. Wie gehen wir damit um? Wir werden im Verlauf noch Selektionsverfahren sehen, die einfach ganz anders vorgehen und nicht auf dem absoluten Wert von Fitness basieren. Aber jetzt als erstes schauen wir uns mal Verfahren an, die dann die von Fitness Proportionate Selection ausgehen, aber das so ein bisschen modifizieren, um diese Probleme vermeiden zu können. Und das erste ist die Reskalierung der Fitnessfunktion. Das haben wir in einer Übung auch schon angeschaut, dass wir eigentlich immer dafür sorgen, dass die Fitnessfunktion Werte in einem bestimmten Bereich annimmt. Das erste, worum wir verschieben könnten, ist der Durchschnitt. Also, dass ich immer hergehe und schaue, was ist denn das, ich gehe davon aus, die Funktion nimmt nur positive Werte an. Das ist ja für Fitness Proportionate Selection sowieso gesetzt. Dann schaue ich mir an, was ist der in jeder Iteration in meiner momentaren Population, was ist der schlechteste Wert und ziehe diesen verschiebe die Fitnessfunktion um diesen Wert, also ziehe diesen Wert von der Fitness aller Individuen ab. Die Fitness ist von einem Element ist also nicht mehr absolut, sondern wird von Iteration zu Iteration neu berechnet und hängt davon ab, welche anderen Elemente gerade noch in der Population sind. Aber dann gehe ich einfach in der Theten Iteration her und bestimme die Fitness eines Elements bestimme erstmal die Fitness der schlechtesten momentanen Lösung
und bestimme dann die modifizierte Fitness einer Lösung X aus der Population P für diese Iteration, indem ich halt die momentan schlechteste Fitness abziehe. Und damit genau drücke ich die, sorge ich dafür, dass immer die schlechteste Fitness 0 ist. Dieses Element kann also nicht mehr ausgewählt werden. Das schlechteste Element oder die schlechtesten Elemente kriegen damit eine Selektionswahrscheinlichkeit von 0. Aber ich sorge dafür, dass die absoluten Fitnesswerte kleiner werden. Oder und ganz ähnlich auch eine Verschiebung der Fitnessfunktion, jetzt nicht um das, die minimale Fitness, sondern ich gehe wieder her, schaue mir die Population an, die ich in meiner Iteration gerade habe und bestimme jetzt den durchschnittlichen Fitnesswert und die Standardabweichung der Fitness, dieser Fitnesswerte. Und dann gehe ich her und bestimme die Fitness, indem ich den Durchschnitt von der Fitness abziehe, aber ich fange ein bisschen anders an. Ich betrachte das Maximum der ursprünglich der einer modifizierten Fitnessfunktion und 0. Ich ziehe von der Fitnessfunktion was ab und dadurch können ja negative Werte entstehen. Also muss ich bei 0 irgendwie einen Cut setzen. Also damit keine negativen Werte entstehen. Es gibt ja, mag ja Lösungen geben oder es gibt Lösungen im Allgemeinen, die unterdurchschnittlich fit sind. Und wenn ich von denen noch was abziehe, würde ich vielleicht eine negative Fitness bekommen. Also in dem Fall setze ich die Fitness auf 0. Und dann ist die Idee, ich ziehe von der Fitness einer Lösung die durchschnittliche Fitness minus einer bestimmten Anzahl der Standardabweichungen ab. Also ich ziehe nicht ganz den Durchschnitt ab, sondern das würde ja dafür sorgen, dass jede Lösung, die unterdurchschnittlich ist, eine Selektionswahrscheinlichkeit von 0 erhält, sondern ich überlege mir, was sind denn noch tolerable Lösungen für mich? Also Lösungen, die vielleicht nur eine Standardabweichung oder zwei Standardabweichungen schlechter sind als der Durchschnitt, für die will ich, dass die noch mit einer gewissen geringen Wahrscheinlichkeit gewählt werden sollen. Und in Abhängigkeit davon, was halt für meinen Anwendungsfall Sinn ergibt, wähle ich dann eine Konstante C. Also häufig wird C gleich 2 gesetzt. Ziehe dann halt vom Durchschnitt C Standardabweichungen ab. Und das ziehe ich von der Fitness ab. Also wieder was, wo ich schlechte Lösungen auf 0 setze und dafür sorge, dass die Werte, die die Fitnessfunktion annehmen kann, nicht allzu stark ausschlagen können und ich die Werte dadurch, dass ich sie halt was davon abziehe, dass ich die Werte zusammenschiebe. Also die Selektionswahrscheinlichkeit für die besten Elemente wird durch beide dieser Verfahren gedrückt. Genau. Statt aber herzugehen und weiter mit der absoluten Fitness zu arbeiten, kann man auch hergehen und sagen, ich will gar nicht, was mich für die Selektionswahrscheinlichkeit interessiert, ist gar nicht unbedingt die absolute Fitness, sondern das Verhältnis der Lösung, die ich gerade betrachte, zu anderen Lösungen. Ist diese Lösung eher gut oder eher schlecht?
Und die Selektionswahrscheinlichkeit soll nicht von der absoluten Fitness abhängen, sondern eben vom Rang. Und was da die Grundidee ist, ist, ich habe wieder eine Population der Größe μ und dann sortiere ich die Elemente gemäß ihrer Fitness und weise ihnen von 0 bis μ minus 1, also μ minus 1 ist die beste Lösung, ihre Position zu. Und das ist auch möglich, wenn ich nicht mal sowas wie eine absolute Fitness habe, wenn ich Fitness nicht absolut messen kann. Solange ich die Lösungen untereinander vergleichen kann, kann ich sie gemäß ihrer Qualität sortieren. Und genau, dann rechne ich eine Selektionswahrscheinlichkeit aus. Da werden wir uns jetzt auf den nächsten zwei Folien auch noch konkrete Formeln für angucken. Und die Berechnung dieser Selektionswahrscheinlichkeit beruht jetzt nicht mehr auf der absoluten Fitness, die die Lösung hatte, sondern auf welcher Position von 0 bis μ minus 1 kommt sie vor. Und dann hier das Fitness Proportionate Selection, das ist falsch, sorry. Genau, also ich habe jetzt die Selektionswahrscheinlichkeit festgelegt, konkrete Formeln kommen auf den nächsten zwei Folien und dann sample ich mit dieser Selektionswahrscheinlichkeit. Und das Verfahren, wie das Samplen, das können wir dann genau machen, wie wir es bei der Fitness Proportionate Selection auch gemacht haben. Also schauen wir uns nachher auch noch eine Alternative zu an. Aber das Einzige, was wir hier ändern, ist das Bestimmen der Selektionswahrscheinlichkeit. Und wenn wir diese Selektionswahrscheinlichkeit anders bestimmt haben, können wir aber das eigentliche Samplen zum Beispiel genauso durchführen, wie wir es jetzt mit dem Roulette Wheel dieser Intuition hatten, dass wir da halt einfach, wenn wir Lambda mal samplen wollen, Lambda mal so ein Roulette Wheel drehen und halt schauen, bei welcher Wahrscheinlichkeit landet das. Die entsprechende Lösung wählen wir aus. Genau das hier muss ich noch ändern, also hier kommt nicht Fitness Proportionate Selection hin, sondern eher Fitness Proportionate Selection bedeutet ja auch das Bestimmen der Selektionswahrscheinlichkeit anhand der absoluten Fitness. Genau, aber der Sample-Vorgang, den können wir durchführen, wie wir es kennen. Wir haben nur vorher die Selektionswahrscheinlichkeit anders ausgerechnet. Genau, also erste Idee, wenn ich jetzt die Lösung einer Population sortiert habe, wie rechne ich dann eine Selektionswahrscheinlichkeit aus? Wir haben also eine Population P gegeben, der Größe μ. Jede Lösung x hat einen Rang. Und wenn wir jetzt linear auf Grundlage der Position die Fitness zuweisen wollen, kommen wir bei dieser Formel raus. Also I ist die Position einer Lösung. Und dann haben wir hier eben die Steigung der linearen Funktion 2s minus 1 geteilt durch μ mal μ minus 1. Wenn ihr euch jetzt überlegen wollt, wie komme ich da drauf, wie komme ich auf diese Formel, können wir uns erstmal überlegen, also wir wollen linear die Selektionswahrscheinlichkeit aufteilen, sodass sie mit höherer Position zunimmt.
Wir haben insgesamt μ minus 1 Positionen. Und wenn wir die natürlichen Zahlen von μ bis μ minus, von 0 bis μ minus 1 aufaddieren, Gaußsche Summenformel μ mal μ minus 1 halbe. Und da wir linear aufteilen wollen, wollen wir jetzt also auf diese μ minus 1 halbe die Wahrscheinlichkeiten aufteilen. Und wenn wir das den Parameter s, der soll dann die na, ich fange mal anders an die. Und diese Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich ein Intervall von 0 bis 1. Aber was nur wichtig ist, ist eigentlich, dass es ein Intervall der Länge 1 ist. Ich komme da gleich zu, warum man das hier verschiebt. Wir nehmen also jetzt mal das s zwischen 1 und 2. Das ist auch ein Intervall der Länge 1. Also das ist die Wahrscheinlichkeit, die wir aufteilen wollen. Wir könnten also einfach hergehen und sagen, wir nehmen die gerade 2 geteilt durch μ mal μ minus 1 i. Das wäre auch eine lineare Zuordnung von der Selektionswahrscheinlichkeit basierend auf dem Rang. Aber vielleicht wollen wir ja nicht, das sorgt dafür, dass die Fitness von dem Element, das bei Rang 0 landet, 0 ist. Aber vielleicht wollen wir die Gerade nicht bei 0 starten, sondern die Gerade ein bisschen nach oben schieben. Und deswegen muss ich vielleicht nicht das ganze Intervall hier aufteilen, sondern könnte einen Teil des Intervalls ja schon nehmen damit, und die gerade ein bisschen nach oben schieben, dass auch die Lösung auf Rang 0 eine Selektionswahrscheinlichkeit höher als 0 hat. Und so kommt das dann zustande, dass ich hier halt s minus 1 rechne und dann hier halt noch 2s minus μ habe. Könnt ihr, wenn euch sowas interessiert, zu Hause kurz nachrechnen. Das sorgt genau dafür, dass halt die Wahrscheinlichkeit, die Gesamtwahrscheinlichkeiten, wenn ich jetzt von 0 bis μ minus 1 die Werte dieser Funktion aufaddiere, dass die dann 1 ergibt. Die Selektionswahrscheinlichkeit nimmt also mit dieser Formel linear mit dem Rang zu. Also es ist eine lineare Funktion in dem i. Die schlechteste Lösung hat eine Selektionswahrscheinlichkeit von maximal knapp kleiner als 1 durch μ, falls ich das s sehr nah an 1 wähle. Und die beste Lösung könnt ihr einfach einsetzen. Die hat immer eine Selektionswahrscheinlichkeit mit dieser Formel von s durch μ. Und das ist auch der Hintergrund, warum man hier die Formel so aufstellt, dass hier s zwischen 1 und 2 liegt und nicht s zwischen 0 und 1, wenn man also wenn man die Formel so wählt, dass man den Parameter s zwischen 1 und 2 wählt, kommt man genau dabei raus, dass die beste Lösung eine Selektionswahrscheinlichkeit von s durch μ hat. Sonst hätte man halt s plus 1 durch μ. Genau, also wenn wir μ mal samplen, ist der Erwartungswert s, dass man s mal die beste Lösung sieht. Und
Der Median der Lösung, also die Lösung vom Rang μ minus 1 halbe, hat die Selektionswahrscheinlichkeit von 1 durch μ. Genau, also eine Formel, wie ich jetzt hergehe, ich sortiere meine Lösung entlang ihrer Fitness und dann berechne ich mir linear die Selektionswahrscheinlichkeit. Was hier eine Einschränkung ist, ich kann dadurch, dass ich mit dem Parameter s spiele, kann ich den Selektionsdruck beeinflussen. Also wenn ich den Parameter s als 2 wähle, dann hat die schlechteste Lösung eine Selektionswahrscheinlichkeit von 0 und die Selektionswahrscheinlichkeit für die Lösung, die mit höheren Rängen wird sich erhöhen. Wenn ich den Parameter s eher in Richtung 1 wähle, dann haben auch die Lösungen von schlechterer Qualität etwas höhere Wahrscheinlichkeiten ausgewählt zu werden. Aber ich habe hier nicht viel Spiel. Also die Selektionswahrscheinlichkeit der Lösung von Rang μ minus 1 ist immer s durch μ. Also der Erwartungswert und s nimmt maximal 2 an. Also der höchste Erwartungswert, für den ich sorgen kann, ist 2 fürs Samplen der besten Lösung. Und das ist natürlich gerade im Vergleich zur Fitness Proportionate Selection extrem wenig, wo ich dann ja zum Teil sogar einen Erwartungswert von μ halbe oder sowas habe. Also erwarte in der Hälfte der Fälle. Also ein Erwa statt, ne, de, also die Wahrscheinlichkeit hier ist s durch μ, der Erwartungswert ist s, also der höchste Erwartungswert ist 2 und jetzt bei Fitness Proportionate Selection kriege ich auch locker mal einen Erwartungswert von μ halbe, die nächste Hälfte der Population mit der besten Lösung gefüllt. Und genau, einmal den Effekt angucken. Also hier in dem Beispiel haben wir eine Population, die besteht aus drei Elementen A, B, C und die haben absolute Fitness 1, 4 und 5. Und genau, dann die Ränge 0, 1, 2. Und wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit mit Fitness Proportionate Selection zuweisen, kriege ich, also 5 Zehntel, 4 Zehntel und 1 Zehntel als Selektionswahrscheinlichkeiten. Und wie ändert sich das im Fall von jetzt der linearen rangbasierten Selektion, die wir uns gerade angeschaut haben? Wenn wir s gleich 2 wählen, hat die Lösung mit der schlechtesten Fitness gar keine, also eine Selektionswahrscheinlichkeit von 0. Und die mittlere, die von einem Drittel und die beste, eine von zwei Dritteln. Genau, und für s gleich 1,5 passt sich das Ganze nochmal an. Was wir sehen, ist der Median, die bleibt stabil, nämlich 1 durch μ, also in dem Fall 1 durch 3. Genau, und wenn ich jetzt das s auf 1 setze, wird sich die Selektionswahrscheinlichkeit für die beste Lösung noch weiter verringern und für die schlechteste noch erhöhen. Ja, und um den Nachteil auszugleichen, also hier wollte ich jetzt auch gar nicht so
detailliert darauf eingehen, um diesen Nachteil auszugleichen, dass wir mit der linearen Skalierung eben die besten Lösungen nicht stark bevorzugen können, kann man die rangbasierte Selektion auch exponentiell skalieren. Damit kann ich diesen Selektionsdruck deutlich stärker erhöhen. Also wenn ich hier dann wieder eine Population p der Größe μ gegeben habe und die sortiere und jeder Lösung ihre Ränge zuweise, dann kann ich die Selektionswahrscheinlichkeit des Elements an der Position i bestimmen, indem ich die als 1 minus e hoch minus i berechne. Und dann muss ich noch durch eine Konstante c teilen, sodass die Selektionswahrscheinlichkeiten am Ende zu 1 addieren. Also das ist dann, c hängt dann von dem μ ab. Aber hier ist dann natürlich klar, dass dadurch, dass das eine exponentielle Funktion ist, dass die Lösung mit niedrigem Rang eine deutlich geringere Selektionswahrscheinlichkeit haben und die Lösung mit höherem Rang eine höhere Selektionswahrscheinlichkeit bekommen. Genau, aber ja, wichtig ist einfach zu wissen, wir können die Selektionswahrscheinlichkeit, also es gibt dann auch dafür alles noch Modifikationen und weitere Formeln, aber wichtig ist vor allen Dingen zu wissen, wir müssen die selbst wenn wir mit Selektionswahrscheinlichkeiten arbeiten wollen, wir müssen die nicht aus der absoluten Fitness berechnen, sondern wir können auch ganz andere Verfahren wählen, zum Beispiel basierend auf dem Rang Wahrscheinlichkeiten zuweisen. Genau, was wir jetzt gesehen haben, sind verschiedene Arten, wie komme ich zu einer Selektionswahrscheinlichkeit. Und wenn ich dann Selektionswahrscheinlichkeiten zugewiesen habe, muss ich samplen. Also muss ich habe meine Population, diese Elemente haben alle eine Selektionswahrscheinlichkeit und dann muss ich aus dieser Population eine neue Menge erstellen und diese neue Menge soll ungefähr widerspiegeln die Selektionswahrscheinlichkeiten, mit denen ich gesampelt habe. Und das Einzige, was wir uns bisher angeschaut hatten, war dieses Verfahren, was eben daran erinnert, ein Roulette zu drehen, dass wir halt eine Zufallszahl bestimmen und vorher die Wahrscheinlichkeiten aufsummiert haben und geschaut haben, die Zufallszahl, die ich generiert habe zwischen 0 und 1, im Intervall welcher Lösung liegt die denn? Okay, also nehme ich die Lösung und jetzt drehe ich das Roulette-Rad nochmal. Also wenn ich Lambda-Lösungen berechnen will, drehe ich einfach Lambda mal zufällig das Rad und immer da, wo es zu stehen kommt, oder einen Balken, immer da, wo die Zufallszahl zu stehen kommt, die entsprechende Lösung wähle ich halt aus. Hier passiert es sehr, sehr schnell, dass ich durch diesen Sample-Vorgang Populationen berechne, wo die Anzahl der Lösungen sehr stark von dem Erwartungswert abweicht, den ich auf Grundlage der Selektionswahrscheinlichkeit gehabt hätte. Also wenn ich eine Selektionswahrscheinlichkeit von 1,5 für ein Element habe, dann kann es bei dieser Variante sehr leicht passieren, dass ich eine Population generiere, wo dann der Gesamtanteil nicht 1,5, sondern 1/3 oder auch 2/3 sind. Da sind sehr, sehr starke Abweichungen möglich. Und insbesondere kann das dann dazu führen, dass Individuen mit hoher Fitness sehr schnell und auch zu schnell die gesamte Population übernehmen.
Und eine Alternative dazu nennt sich Stochastic Universal Sampling. Und hier wähle ich Lösungen gemäß einer Zufallszahl im Abstand eines festen Intervalls. Also, wenn man in diesem Bild vom Roulette-Wheel bleiben will, drehe ich jetzt nicht Lambda mal, also habe nicht irgendwie einen Zeiger und drehe Lambda mal das Rad und gucke, wo der zu stehen bleibt, sondern ich würde direkt Lambda-Zeiger im gleichen Abstand anbringen und dann einmal das Rad drehen und dann alle Lambda-Ergebnisse gleichzeitig ablesen. Das ist statt Lambda mal zu drehen, drehe ich einmal und lese in dem Abstand von Abstand von ja, abhängig davon, wie oft ich samplen will und was die Gesamtwahrscheinlichkeit ist, lese ich das ab. Also hier im Bild hätte ich 7 Lösungen, die aufgetragen sind, wieder entsprechend ihrer Fitness, also dass ich hier die kumulative Fitness wieder aufaddiert habe und würde eine Zufallszahl klein r samplen, die im Intervall von 0 bis Gesamtfitness geteilt durch Anzahl der Lösungen, die ich samplen will, liegt. Und das würde dann in dem Beispiel mitten in der Fitness von der Lösung A liegen. Und dann gehe ich dem gleichen Abstand F, in dem Fall hier bezeichnet als F durch Groß N, immer weiter. Und wähle auch diese Lösung aus. Also als ja, nicht richtig Pseudocode, aber noch mal ein bisschen präziser. Also wir haben wieder Population P, der Größe μ, eine Selektionswahrscheinlichkeit PI für die Elemente ist gegeben. Die könnte jetzt auf dem Rang basieren oder Fitness Proportional bestimmt worden sein. Und dann haben wir die kumulativen Wahrscheinlichkeiten berechnet. Also auf immer für die Lösung I die Wahrscheinlichkeiten bis zur Lösung I aufaddiert. Wollen Lambda-Lösung samplen. Wir wählen einen Wert klein r aus dem Intervall 1 durch Lambda. Und bis wir Lambda-Lösung haben, wiederholen wir das Folgende. Wir wählen das Element xi in die zu berechnende Menge auf. Für das gilt, dass QI minus 1, also die kumulative Fitness vom Element davor, kleiner als das R ist, das wir gerade betrachten, und kleiner gleich QI. Und dafür setzen wir Q0 gleich 0, sonst wäre das ja nicht definiert. Wir fangen ja, also die Lösungen sind von 1 bis μ durchnummeriert und Q0 setzen wir dann halt 0. Und dann addieren wir auf das klein r 1 durch Lambda drauf. Genau, also die Intuition ist, statt Lambda mal zu drehen, würden wir vorher Lambda-Zeiger im gleichen Abstand anbringen und einmal drehen und gleichzeitig ablesen. Und das führt dazu, das lässt sich jetzt kaum lesen hier unten. Danke dir. Oder stört es euch gar nicht? Ach so. Genau, also das führt auf jeden Fall dann dazu,
dazu, dass die Selektions oder dass die Häufigkeit, wie oft ein Element gesampelt wird, extrem nah am Erwartungswert liegt. Also wenn ich Lambda mal sample und ein Element xi hat die Selektionswahrscheinlichkeit pi, dann wird es entweder Lambda pi abgerundet oder Lambda pi aufgerundet mal gesampelt. Ja. Sonst muss ich, genau so ist es. Ja, mache ich, es ist so noch lesbar von der Größe her. Dann ah, okay. Ja, also, wie gesagt, dadurch, durch das Stochastic Universal Sampling, sorge ich dafür, dass die Verteilung der gesampelten Menge dann tatsächlich auch der Verteilung nahezu entspricht, die die Selektionswahrscheinlichkeiten definieren, dass ich da halt weniger Abweichungen haben kann. Genau, und das kann ich, wie gesagt, die Sachen sind voneinander unabhängig. Ich kann auf verschiedene Arten und Weisen hergehen und die Selektionswahrscheinlichkeiten bestimmen. Und wenn ich die Selektionswahrscheinlichkeiten bestimmt habe, kann ich auf verschiedene Arten und Weisen hergehen und samplen. Und die zwei Sample-Methoden, die wir uns jetzt angeschaut haben, sind eben das Roulette-Wheel-Drehen und das Stochastic Universal Sampling. Gut, dann gibt es Methoden, die, ja, die arbeiten gar nicht mit Selektionswahrscheinlichkeiten. Tournament Selection, das ist eine Selektionsmethode, die wird extrem viel eingesetzt. Hier haben wir wieder Population P mit μ-Elementen gegeben, wollen Lambda-Elemente samplen, dann ja, meistens den Mating Pool, also die Elemente zu bilden, die Nachkommen berechnen wollen, aber man kann es dann auch später für die Survivor Selection anwenden. Und was wir hier machen, ist eine Turniergröße K festlegen, die irgendwo zwischen 2 und Anzahl der zu der Größe der Population liegt, und bis wir Lambda-Elemente ausgewählt haben, gehen wir dann so vor. Wir wählen zufällig gleich verteilt K-Elemente aus P aus. Das machen wir mit oder ohne Zurücklegen. Und dann schauen wir uns diese K-Elemente an und wählen daraus das Beste aus. Und genau, das machen wir Lambda mal. Also wichtig ist, der Gesamtvorgang, der startet immer mit unserer Gesamtpopulation P. Also im ersten Schritt, da wählen wir immer zufällig gleich verteilt aus P aus. Wir können die Auswahl der K-Elemente mit oder ohne Zurücklegen machen. Aber wenn wir dann das Turnier mit den K-Elementen durchgeführt haben, also das Beste der K-Elemente ausgewählt haben und wieder bei Schritt 1 sind, dann fangen wir wieder bei P an. Also da ist das Element, das wir gerade der Auswahl hinzugefügt werden, auf jeden Fall wieder dabei und hat die Möglichkeit, nochmal ausgewählt zu werden. Ja, als Variante, aber soweit ich das bisher gesehen habe, wird das jetzt nicht so wahnsinnig oft gemacht.
Als Variante könnte man zusätzlich noch eine Wahrscheinlichkeit P einführen, mit der das Beste der K-Elemente gewählt wird. Also, dass ich sage, mit 80% Wahrscheinlichkeit wähle ich das Beste aus und mit 15% Wahrscheinlichkeit das Zweitbeste und mit 5% das Drittbeste oder was weiß ich. Aber meistens ist es dann, nachdem man die K-Elemente gewählt hat, ab dann ist es meistens deterministisch, da nimmt man einfach das Beste. Was hat das für Vor- und Nachteile? Was hat das für Eigenschaften? Hier ist auch gut, also auch wie beim rangbasierten Sortieren, ich muss keine absolute Fitness kennen, sondern ich muss Elemente nur vergleichen können. Ich muss, wenn ich K-Elemente habe, nur rausfinden können, welches ist das Beste davon und muss denen keine absoluten Werte zuweisen. Und auch ob ich die Fitnessfunktion maximieren oder minimieren will, ist völlig egal. Da muss ich nicht irgendwie die Fitnessfunktion verändern. Ich muss nur einmal wissen, will ich maximieren oder minimieren. Und sobald ich das weiß, also das muss ich dann halt beim Vergleichen der Elemente berücksichtigen. Aber im Prinzip ist es völlig egal, ob ich maximieren will, minimieren will, ob die Fitnessfunktion negative Werte annimmt. Ob die einzelne Elemente, der absolute Fitnesswert gigantisch groß ist, also all das davon ist Tournament Selection dann unabhängig. Wenn ich steuern will, wie groß der Selektionsdruck ist, also wie hoch, also wie wahrscheinlich es ist, dass ich Elemente mit hoher Fitness auswähle, kann ich das in dem Fall über die Turniergröße K machen. Je größer das K ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für fitte Lösungen sich durchzusetzen. Also ich ziehe ja K mal, bilde eine Menge von K-Elementen und nehme daraus das Beste. Und je größer K ist, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Menge von K-Elementen auch ein Element mit hoher Fitness ist. Und desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, für Elemente mit niedriger Fitness überhaupt jemals ausgewählt zu werden. Also hier findet der Selektionsdruck dann nicht so sehr über die absolute Fitness statt, sondern eben über die Turniergröße. Und wenn wir das Turnier ohne zurücklegen, also diese Wahl der K-Elemente ohne zurücklegen durchführen, dann können die K-1 schlechtesten Elemente nie ausgewählt werden für den Mating Pool. Weil ich da, wenn ich das ohne zurücklegen mache, habe ich immer K verschiedene Elemente in meinem Turnier. Und dann können sich die K-1 schlechtesten nie durchsetzen, weil immer ein besseres drin ist. Und wenn ich mit zurücklegen die Turniere durchführe, habe ich eine sehr geringe, aber immerhin auch eine Wahrscheinlichkeit, dass ich das Schlechteste durchsetze. Das ist dann nämlich den Fall, wenn ich zufällig K mal das Schlechteste wähle. Dann kommt auch das Schlechteste weiter. Ja. Genau, und dann, was auch manchmal benutzt wird, ist Uniform Selection. Also ganz einfach, wenn ich Elemente berechnen will, die sich fortpflanzen dürfen, also vorm Anwenden von Crossover und Mutation. Berechnung des Mating Pools wird manchmal auch einfach Lambda mal zufällig gleich verteilt ein Element aus der Population P gezogen, also komplett unabhängig von der Fitness. Damit dann noch irgendwie ein evolutionärer Algorithmus stattfindet und fitte Elemente tatsächlich bevorzugt werden, muss dann der Selektionsdruck irgendwo bei der Survivor Selection stattfinden. Also dann muss ich da irgendwo gucken, wenn ich entscheide, welche Elemente kommen in die nächste Generation. Dann muss ich an der Stelle gucken, welche sind denn fitter.
Sonst würde ja Fitness überhaupt nicht bevorzugt. Dann würde irgendwie zufällig der Suchraum durchsprungen, aber nicht irgendwie fitte Elemente bevorzugt und in deren Nähe gesucht. Aber es gibt durchaus auch Algorithmen, die eben die Auswahl von den Elementen, die sich fortpflanzen dürfen, noch komplett unabhängig von der Fitness treffen und da einfach zufällig gleich verteilt ziehen und dann halt später bei der Auswahl der Elemente, die in die nächste Iteration kommen, halt fitte Elemente bevorzugen und da dann Selektionsdruck erzeugen. Gut, also das sind Verfahren, die es gibt, die überwiegend eingesetzt werden, um den Mating Pool zu berechnen. Also den Schritt, den wir im Simple Genetic Algorithm mit Fitness Proportionate Selection durchgeführt haben, wo wir halt auswählen, welche Elemente der Population dürfen jetzt als Eltern dienen, um die nächste Nachkommengeneration zu berechnen. Und jetzt haben wir da eine ganze Reihe an Verfahren gesehen. Eben Fitness Proportionate Selection kannten wir. Man kann das anpassen, um gewisse Nachteile zu vermeiden, also die Funktion leicht verschieben oder auch die Selektionswahrscheinlichkeit basierend auf einem Rang berechnen, anstatt basierend auf der absoluten Fitness oder auch Turniere, wo eben die absolute Fitness auch keine Rolle spielt, sondern eben der Vergleich mit anderen Elementen. Genau. Gibt es soweit Fragen von eurer Seite zu den Selektionswahrscheinlichkeiten? Gut, dann schauen wir uns noch an Survivor Selection. Also das ist in dem SGA, den wir uns angeschaut hatten, ist das ziemlich primitiv. Was wir da immer gemacht haben, ist, wir schmeißen einfach alle Eltern weg und nehmen die neu berechneten Elemente, die nachkommen, als nächste Generation. Muss man aber nicht so machen. Also allgemein ist die Situation, wir haben wieder unsere Population P von μ-Elementen, wir haben Parent Selection durchgeführt und anschließend Lambda-Nachkommen berechnet per Mutation und Crossover. Jetzt haben wir also μ plus Lambda-Elemente. Also Lambda muss auch nicht unbedingt gleich μ sein. Und jetzt wollen wir zumindest in den, nicht immer μ, aber meistens μ neue Elemente für die nächste Generation bestimmen. Und das nennt sich dann, also in der englischen Literatur, eben Survivor Selection oder Replacement. Und alle Selektionsstrategien, die wir gerade besprochen haben, lassen sich dafür auch anwenden. Aber manchmal werden auch noch spezielle andere Strategien verwendet. Und da man kann die Strategien auch irgendwie sortieren und voneinander unterscheiden. Eine Art und Weise, die zu unterscheiden, ist, ob die altersbasiert oder fitnessbasiert funktionieren. Oder eine andere Möglichkeit, die zu unterscheiden, ist, ob sie ein Generational Model oder ein Steady State Model verfolgen. Und Generational Model bezeichnet es, dass in einer Iteration mehr Nachkommen, mindestens so viele Nachkommen berechnet werden, wie die Population groß ist und dann einfach die vollständige Population ersetzt wird. Und das Steady State Model, da werden nur Teile der Population ausgetauscht und dann nicht immer, aber meistens auch nur weniger Nachkommen berechnet, als die Population groß ist. Genau, und das
Schauen wir uns jetzt an, also was für altersbasierte Replacement-Strategien gibt es denn? Die eine kennen wir, Simple Genetic Algorithm. Es wird einfach jede Iteration die komplette Population ausgetauscht durch die berechneten Nachkommen. Also sobald ein Element das Alter von 1 hat, wird es ersetzt. Und ich berechne exakt so viele Nachkommen, wie ich dafür brauche. Das ist dann ein Generational Model. Oder im Steady State Model, wo ich nicht die komplette Population immer austausche, kann ich zum Beispiel die Population in einen First-In-First-Out-Queue sortieren und dann immer die ersten Lambda-Elemente ersetzen. Und die neu berechneten dann hinten reinschieben. Etwas komplizierter, das Fitness und Alter kombiniert, ist, dass ich jedem Element bei der Erzeugung eine Anzahl von Generationen zuordne, die es existieren soll. Also, und das basierend auf der Fitness. Da gehe ich her, berechne die durchschnittliche Fitness der Population, die ich gerade habe, und gucke, ist mein Element überdurchschnittlich fit, unterdurchschnittlich fit. Und je fitter es ist, desto mehr Iterationen soll es dann ab jetzt existieren. Und dann hat halt jedes Element seinen Counter, wann es stirbt. Also bei jeder Iteration muss ich dann zusätzlich jedem Element halt eins von diesem Counter abziehen, und sobald es 0 erreicht hat, wird es halt rausgeschmissen. Und wie lange es dabei ist, lege ich halt einmal fest, wenn es gerade neu berechnet wird, basierend auf darauf, wie steht es gerade im Verhältnis zu den Elementen, die ich gerade sonst so in meiner Population habe, da. Wie ist da das Verhältnis der Fitness? Und wozu diese Strategie aber führt, ist, dass sich die Populationsgröße mit den Iterationen ändert. Weil ich dann eigentlich Survivor Selection ist dann halt, schmeiße alle Elemente raus, die jetzt in dieser Iteration ihre letzte Iteration erreicht haben. Und das sorgt dann nicht mehr dafür, dass die Populationsgröße stabil bei μ bleibt. Aber das ist auch ist ein ganz interessantes Modell, weil dadurch der evolutionäre Algorithmus auch die Möglichkeit erhält, die Populationsgröße anzupassen. Und in Phasen, wo es erstmal darum geht, den Suchraum zu erkunden, große Populationen möglich sind, die dann aber mit der Zeit auch wieder kleiner werden. Genau, und statt altersbasiert existiert auch eine ganze Reihe von fitnessbasierten Strategien, Ersetzen der schlechtesten Lösung, wieder Turnier. Und dann zwei wichtige Selektionsstrategien, die sich Plus Selection und Comma Selection nennen. Ersetzen der schlechtesten Lösung findet man auch als Genitor-Ansatz in der Literatur ziemlich einfach. Also die Strategie ist hier, ich berechne Lambda-Nachkommen, das ist kleiner als die Populationsgröße μ. Und ersetze einfach die Lambda-schlechtesten Lösungen der Population. Der Name Genitor kommt dann übrigens daher, dass das die Survivor-Selection-Strategie in einem System hieß, das war in den 90ern recht verbreitet, hieß Genitor. Ziemlich einfacher Ansatz. Einfach umzusetzen, und man hat häufig dadurch eine sehr schnelle Verbesserung der durchschnittlichen Fitness der Population, und Nachteil hiervon ist, dass das Premature Convergence begünstigt, dass also die fittesten Lösungen dadurch oft die
gesamte Population sehr schnell übernehmen. Und deswegen wird das dann heutzutage eigentlich nur bei sehr großen Populationen eingesetzt, wo das nicht so schnell passieren kann. Also wenn ich wirklich mit Populationen von Tausenden von Elementen arbeite oder in Verbindung mit dem Verbot von Duplikaten, dass ich dafür sorge, dass jedes Element tatsächlich nur einmal in der Lösung liegen kann. Und ansonsten behalte ich doch, bevor ich ein Duplikat einführe, würde ich dann halt doch sonst eins der schlechteren Elemente beibehalten. Also zwei Anpassungen, um das vorzeitige Konvergieren zu verhindern. Entschuldigung, ich habe meine Armbanduhr nicht dabei und muss hin und wieder mal auf die Uhr schauen. Genau, jeder gegen jeden Turniere, ganz ähnlich wie die Turniere eben, aber doch ein klein bisschen anders. Hier gehe ich her, ich habe meine Population P, ich habe Lambda-Nachkommen berechnet und jetzt vereinige ich diese Mengen. Also ich ersetze, habe jetzt μ plus Lambda-Elemente, die alte Population, die neu berechneten Nachkommen und aus dieser Gesamtmenge bestimme ich jetzt, welche μ-Elemente kommen in die nächste Iteration, welche bleiben in der Population bzw. kommen neu dazu. Und wenn ich hier μ-Elemente bestimmen will für die nächste Generation, führe ich entschuldigt. Also eben, das ist der Unterschied. Eben haben wollten wir Turniere für die Parent Selection. Wir wollten Lambda-Elemente berechnen und haben Lambda-Turniere durchgeführt und Lambda mal den Sieger gewählt. Hier gehen wir her und für jedes Element aus dieser Menge, also für jedes der μ plus L Elemente veranstalten wir ein Turnier und das findet folgendermaßen statt. Wir haben einen Parameter Q und der bestimmt, wie viele Gegner gezogen werden für jedes Element. Also ich nehme das Element X, ich ziehe Q Gegner, die werden zufällig gleich verteilt gezogen und dann zähle ich, wie viele dieser Q-Elemente schlägt X? Also ordne jeder Lösung eine Zahl zu, wie viele Elemente aus deinem Turnier hast du geschlagen? Und die μ-Elemente, die die meisten Gegner geschlagen haben, bilden dann die nächste Population. Also hier bevorzuge ich Elemente mit einer hohen Fitness, weil die mit hoher Wahrscheinlichkeit ja relativ viele der Q-Elemente, die für ihr Turnier gezogen werden, schlagen. Aber schlechte Elemente behalten eine gewisse Wahrscheinlichkeit, in die nächste Runde zu kommen, weil halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass ihr Turnier aus noch schlechteren Elementen besteht, und sie dann trotzdem relativ viele Elemente schlagen. Und auch da, obwohl sie eine geringe absolute Fitness haben, haben sie zumindest eine relative, also gibt es zumindest eine Wahrscheinlichkeit, die nicht null ist, dass sie eine relativ hohe Zahl für ihr Turnier zugeordnet kriegen und dann auch in die nächste Generation kommen können. Also fitte Elemente werden bevorzugt. Das fitteste Element kommt immer weiter, weil das wird immer Q-Elemente schlagen. Das schlechteste Element fliegt immer raus. Das wird immer Null-Elemente schlagen. Aber im Großen und Ganzen werden fitte Elemente deutlich bevorzugt. Aber nicht so fitte Elemente oder zumindest die ganz schlechten fliegen raus. Aber Elemente, die etwas unterdurchschnittlich sind und behalten dann trotzdem eine Wahrscheinlichkeit, in die nächste Runde zu kommen. Genau, wie kann ich das steuern? Dadurch, dass ich die Turniergröße erhöhe oder senke. Ne? Je größer das Turnier wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich nur fitte Elemente durchsetzen.
weil desto höher wird halt die Wahrscheinlichkeit, dass in jedem Element, in jedem Turnier einige fitte Elemente liegen, die dann die schwachen Elemente schlagen. Genau, und dann Plus- und Komma-Selection, das sind so nach meiner Wahrnehmung die Survival-Selection-Operatoren, die mit am häufigsten angewendet werden. Notation für Plus-Selection ist in Klammern μ plus L. Also wenn ihr irgendwo in einem Buch oder in einem Paper darüber lest, ihr werdet das höchstwahrscheinlich dann so μ plus L Selection aufgeschrieben sehen. Wie gehe ich hier vor? Ich habe meine Population von μ Elementen. Ich habe Lambda nachkommen berechnet. Ich schmeiße die μ plus Lambda-Elemente in einen Topf und wähle die besten μ aus. Also die Nachkommen und die Eltern und die Ausgangspopulation und die berechneten Nachkommen bilden einen Pool, aus dem ich einfach die μ-Besten auswähle. Und hier wird der Selektionsdruck durch das Verhältnis von μ und Lambda bestimmt. Je mehr Nachkommen ich in einer Iteration berechne, desto höher wird der Druck auf nicht so fitte Elemente, desto niedriger wird die Wahrscheinlichkeit, dass Elemente mit niedriger Fitness sich durchsetzen können. Historisch stammt das aus den Evolutionsstrategien und wird da häufig mit sehr, sehr hohem Selektionsdruck eingesetzt, also dass das Verhältnis von μ zu Lambda irgendwo zwischen 5 und 7 liegt. Liegt auch daran, dass gerade die Evolutionsstrategien häufig zufällig gleich verteilt die Parent Selection durchführen, also da null Selektionsdruck herrscht und dafür wird dann hier ein Selektionsverfahren mit hohem Selektionsdruck angewendet. Und je größer ich bei der Turnierselektion, die wir uns gerade angeschaut haben, meine Turniergröße wähle, desto ähnlicher wird der Effekt von dem Turnier der Plusselektion, dass halt einfach sich die μ-besten Elemente durchsetzen. Komma-Selektion ist ähnlich, dass ich einfach die besten Nachkommen, dass ich einfach die besten Elemente weiterkommen lasse. Aber der Unterschied ist hier, dass ich auf jeden Fall die alte Population komplett ersetze. Also ich habe eine Ausgangspopulation von μ-Elementen. Ich berechne Lambda-Nachkommen, wobei Lambda definitiv größer als μ ist, häufig auch deutlich größer als μ. Und aus den Lambda-berechneten Nachkommen wähle ich dann die μ-Besten aus. Also Elterngeneration wird komplett ersetzt, aber weiterhin eine einfache Auswahl der besten Elemente. Genau, es stammt auch aus den Plus-Strategien und wird meistens der Plus-Selection vorgezogen. Also zum einen komme ich dadurch, dass ich die Elterngeneration wegschmeiße, leichter aus lokalen Optima raus. Und was wir uns dann kommende oder übernächste Woche anschauen, werden ist Selbstadaption von Parametern. Wir haben jetzt ja unheimlich viele Parameter, die in so einen evolutionären Algorithmus reinspielen, die wir einstellen müssen. Und wir schauen und fangen an, uns anzuschauen, wie können wir das vermeiden? Kann das nicht der evolutionäre Algorithmus in irgendeiner Art und Weise selbst machen, dass wir nicht eine gute Wahl von einer Mutationswahrscheinlichkeit treffen müssen und sonst funktioniert der ganze Algorithmus nicht, sondern kann der nicht die Mutationswahrscheinlichkeit irgendwie selbst finden und einstellen? Und die Verfahren, die es dafür gibt, die funktionieren oft besser mit der Komma-Selection statt mit der Plus-Selection. Genau, und die Folie würde ich jetzt noch kurz ansprechen.
Ein Wort, das euch im Zusammenhang mit evolutionären Algorithmen häufig begegnen wird, ist Elitismus oder Elitism, und das kann leicht unterschiedliche Dinge meinen. Also manchmal bezeichnet Elitism einfach nur, dass die beste Lösung bewahrt wird. Und falls das gewählte Selektionsverfahren das nicht zulässt, dass es so adaptiert wird, dass das der Fall ist. Also zum Beispiel den SGA, wie wir ihn implementiert hatten, wäre nicht elitär, weil die beste Lösung verloren gehen kann. Die könnte ja in der Elterngeneration sein und keine der berechneten Nachkommen ist so gut und ich verliere die. Und wenn ich dann ein Archiv hinzufüge, wo ich immer die beste bisher gefundene Lösung aufbewahre und die dann auch immer in die Population reintue in jeder Runde, dann wäre es ein elitäres Verfahren. Manchmal bezeichnet Elitism aber auch Survival Selection Verfahren, in denen Eltern mit Nachkommen darum konkurrieren, Mitglieder der nächsten Population zu bilden. Also wo ich nicht einfach nur aus den Nachkommen die nächste Population bilde, sondern die Nachkommen sich auch gegen ihre Eltern durchsetzen müssen. Manchmal bezeichnet Elitism auch das. Und das ist natürlich miteinander verwandt, also nicht zwangsläufig, aber meistens sind diese Selektionsverfahren, wo die Eltern mit den Nachkommen konkurrieren, eben Selektionsverfahren, wo dann auch das beste Element garantiert in der nächsten Runde bleibt. Also sowas wie Plus Selection, da konkurrieren die Nachkommen mit den Eltern, und es ist automatisch sichergestellt, dass das beste Element in die nächste Runde kommt. Also ist dann in beiden Sinnen elitär. Ja, einfach nur, dass ihr das Wort auch mal gehört habt, weil wenn ihr irgendwas über evolutionäre Algorithmen liest, kommt das häufiger vor. Gut, dann ja, haben wir uns jetzt Selektionsverfahren angeschaut, wird dann auch auf dem nächsten Blatt werdet ihr dann manche von den Sachen, die wir jetzt heute besprochen haben, auch implementieren und euren evolutionären Algorithmus dann um andere Auswahlverfahren erweitern, dass ihr die auch benutzen könnt. Und ab jetzt geht es dann eher ums Feintuning, also sowas wie Parameter finden, Umgang mit Optimierungsproblemen, wo wir mehrere Fitnessfunktionen haben, und solche Dinge kommen dann in den nächsten Wochen dran. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Die Folien würde ich mir noch mal in Ruhe durchlesen, bevor ich sie hochlade, weil ich eben genau während der Vorlesung 2, 3, 4 Rechtschreibfehler gesehen habe, würde ich noch mal korrigieren wollen. Genau, Mittwoch verschieben wir um eine Woche. Danke euch, und dann sehen wir uns hoffentlich kommende Woche Montag wieder.